Das Wasser sieht ein bisschen aus, als hätte da jemand einen Jahresvorrat an Sirup hineingekippt. Es wird dann irgendwann so schwarz. Den guten alten Zuckerrübensirup, der immer so schön klebt. Hatten wir früher dann zu Hause meistens, wenn es Pfannkuchen gab, dann gab es da dann meist auch solchen Sirup drauf. Oder, ja. Oder konnte man dann so machen. Es gibt aber mittlerweile, es gibt halt noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man irgendwie, was man an Pfannkuchen ranklatschen kann. Natürlich. Hast du da irgendwelche Präferenzen? Nö. Nö. Hauptsache, ja. Macht satt. Genau. Ja. Aber vielleicht können die Zuschauer ja mal, ihr da draußen, die ihr gerade hier auf diesem Bildschirm starrt, gefesselt von unseren Taten, dürft ihr gerne mal schreiben, wie ihr eure Pfannkuchen mögt. Ist jetzt total spannendes Thema. Das klingt auch irgendwie falsch, aber es interessiert mich gerade mal. Vielleicht entdeckt man dadurch ja auch neue Kreationen, die sich mal zu probieren lohnen. Das hat sich fast schon wieder gereimt. Das hat sich eigentlich sogar ziemlich gut gereimt. Ich habe gerade vergessen, was ich gesagt habe, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Wow. Ja, das ist das Alter. Ich finde da keine Worte gerade mehr für. Wenn die Panade so langsam krümelig wird. Ja, genau. So, wunderbar. Ich lag mich einfach durch den Berg hier durch. Und es wird schon wieder Nacht. Oh, das war das Stichwort. Ja, jetzt Bin ich schon drüber. Oh, es wird schon. Oh, die Sonne. Oh, die Sonne geht auf. Boah, die blendet aber plötzlich. Mensch. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Ja. Doch, das war eine andere Werbung. So, ach Mensch. Doch, ich glaube, man kann zwischendurch dann vielleicht bald eine Pause hier einlegen, dann. Dann kann ich den nächsten Gast zwingen, hier weiterzubauen. Genau. Zwingen. Ja. Vielleicht muss man zwischendurch hier noch eine Station mal einbauen. Wobei die eigentlich. Schneller, du Sau! Genau. Womit kann man denn die Gäste am besten zwingen? Keine Ahnung. Ich sag ihnen, du nimmst ihnen ihr YouTube-Geld weg. Womit wärst du denn bestechbar, so im großen Stil? Also nicht, dass das jetzt Hinweise sein sollen für die Zuschauer. Gibt's da was, wo du sagst, oh, das geht aber gar nicht, wenn das nicht so wäre? Ich wüsste jetzt nicht, inwieweit ich bestechlich wäre, nee. Ich muss sagen, ich weiß es auch gerade nicht. Also ich meine, manchmal stellt man ja Fragen, wenn man dazu selbst auch irgendeine Meinung hat, aber das war jetzt gerade mal sehr spontan. Deswegen nicht. Gut. Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Das ist eigentlich wie in der Schule sonst, wenn der Lehrer halt irgendeine Frage stellt und weiß die Antwort. Und, oder weiß halt eine Antwort. Und dann müssen die anderen dann halt erraten, was quasi dann das Richtige ist. Aber das war jetzt nicht so der Fall. Wobei es gibt tatsächlich auch, oder war dann früher auch gerne mal so, je nachdem, um was für ein Thema sich das denn gehandelt hat, wenn das irgendein Interpretationskrempel war, dann hat natürlich jeder irgendwie einen anderen Eindruck und teilweise hatte der Lehrer dann selbst auch keine Ahnung, wie irgendwas gemeint sein könnte und dann stellt er halt irgendeine Frage und dann keiner weiß was und dann fragt man ihn halt dann, ja, was ist denn jetzt das Richtige? Nö, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, ne? ich hab Interpretationen sehr gemocht. Ja. Ja, ich wahrscheinlich auch so wie du. Das, ja. Hui. Es waren schlimme Zeiten. Mhm. Wobei ich muss ja sagen, Deutschunterricht war eigentlich, also es kam halt sehr auf den Lehrer an. Es gab einen coolen Lehrer, der hatte dann auch die AG mit Theaterzeugs und sowas gemacht und der war halt ein ziemlich cooler Typ. Eigentlich, der ging dann in Rente, das heißt, ich habe dann das letzte Jahr irgendwie noch einen anderen gehabt oder ich war sogar, dass es das letzte Jahr gemeinsam war und sowas. Der war schon ziemlich cool, weil der halt so locker drauf war und irgendwie, der hatte auch so, ja, war halt nett.
War cool. War halt dadurch, dass er durch Theaterzeugs und sowas halt ziemlich sich mit irgendwelchen darstellenden Zeugs und sowas beschäftigt hat, wie irgendwas zu präsentieren ist, konnte er entsprechend da auch im Unterricht das ein bisschen besser darstellen und sowas, ne? Dass man das halt nicht einfach nur einen trockenen Text hat, sondern dass man sich damit auch im Unterricht mal beschäftigt hat, wie man das eigentlich präsentieren kann, dass das mal ein bisschen spannender ist. Mhm. Das ist schon ziemlich cool. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn andere Fächer dann da sind, Geschichte und was weiß ich was. Das stimmt. Aber die Zeiten haben wir zum Glück hinter uns. Ja. Ich wollte es nur mal erzählt haben, bevor du mich hier in voller Konzentration nur anschweigst. Aber sieht sehr stylisch aus. Muss ich ja mal sagen, gerade mal. Da kommen dann quasi noch ein Geländer hin. Ne? Man könnte hier zwischen immer noch so Half-Steps daran führen, ja, und die damit auch. Damit man geschmeidig da hochgleiten kann. Die Bahnstrecke richtig funktioniert auf jeden Fall schon mal bis dahin, was bei einer gerade ausführenden Strecke nicht wirklich verwunderlich ist. Aber man muss es ja mal getestet haben. Und, Ich bin gerade durch die Erde gefahren. Weil ich hatte da einen Begrünungszweig hingesetzt, damit das funktioniert. Damit die Erde da auch wieder grün wird. Und dann bin ich durchgefahren. Oder drüber. Ja, guck, das ist wunderbar. Mal gucken, ob ich das während der Fahrt abbauen kann. Was? Ich bezweifle, dass durch den Server, dass das dann irgendwie das Minecraft Quad, dass es quasi vor mir vor Ort ist. Aber ich versuch mal. Habe ich das abgebaut? Ich will mal aussteigen. So. Fährt das weiter? Ja. Nee. Gerade so. Vielleicht sollte man eine Haltestelle hier irgendwo einbauen. Das war jetzt zwei Schienen vorher und du sitzt immer noch hier in der Luft, jetzt nicht mehr. Du fällst, glaube ich, gleich ins Wasser. Du bist immer noch hier vorne. Jetzt, hä? Wow. Jetzt sitze ich da. Ja, du... Sehr seltsam. Ich glaube, ich muss den Server noch mal ein bisschen optimieren. Vielleicht. Ja, Minecraft auf Servern ist sowieso so eine Sache. Ja. Für sich. Okay, abgebaut habe ich das nicht. Hätte mich auch sehr gewundert. So, wunderbar. Wie sieht es da hinten aus? Gut, ne? Ich habe was mitgebracht. Was du alles in den Mund nimmst. Ja, siehst du mal. Bah. Das haben schon andere Leute angefasst. Da habe ich mich reingesetzt mit meinem Hintern. Das ist ja ekelerregend. Echt, ey. Ach guck mal, kann man hier einfach hoch und den Rest springen. Das sorgt für Sportlichkeit. Ja, aber ist gut. Also wenn man von hier jetzt guckt, ist ziemlich cool. Dass man hat hier so ein durchstrebendes Ding jetzt durch die Landschaft. Da, und dann kommt hier quasi noch, ne? Zaun drumherum. Wie drumherum? Überall oder was? Ja, um den Weg halt, damit man da nicht runterfällt. Ja, ist ja dann schon wieder so breit. Ja, natürlich. Zäune und sowas finde ich auch so über die Diagonale ziemlich böse. Die nehmen immer so viel Platz ein. Ja, das stimmt. Wir können auch weglassen. Nee, mach mal hin. Mach mal hin da, Schätzelein. Ne? Das reiß ich dann später schon wieder ab. Passt schon. Ja, danke. Nee, mach ich natürlich nicht. Weil ich musste Zombies Zimmer etwas modifizieren. Oder zumindest einen Teil, damit der Raum, der dahinter war, halt. Also ich musste halt im Lagerraum die weiße Tapete anklatschen. Es geht halt nur in der Wollblockform. Mhm. Und die Wand grenzte halt genau an seinen Schlafraum an. Von daher ja, ist ein Stückchen von seiner Wand jetzt weiß und nicht mehr lecker grau. Aber ist ihm noch nicht aufgefallen, weil er wahrscheinlich noch nicht wieder zu Gast war seitdem. Ist ja eine Möglichkeit. Ja. Ich beobachte einfach mal, was du da machst. Das mit dem hohen Zeugs finde ich nicht so wirklich super. Wenn das so zwei Stück übereinander sind, aber machst du es gut. Naja, so ist der Zaun halt verbunden, ne? Ja,
Ich kann es auch abreißen. Nee. Mach das erstmal so und dann schauen wir uns das später mal an und dann passt das schon. Ja, guck mal, auch wenn man hier oben steht. Das ist zwar jetzt nur eine Schiene, aber es klappt bisher doch ganz super. Das hier vorne ist zwar jetzt so der ganze prollige Teil, aber hey, wenn man es hat, ne? Wer hat, der hat. Eben. Weißt du, wer lang hat, kann lang hängen lassen. Ja. Huch. Und wer länger hat, lässt lang schleifen. Genau. So. Sehr gut. Die Frage ist dann halt, was man hier oben noch veranstalten würde, was hier hin könnte. Ich meine, irgendwelche Aussichtsformen und sowas haben wir eigentlich schon ziemlich viele. Könnte man irgendeine Statue oder irgend sowas bauen, mal so eine richtige, dass man halt so als quasi als... Du meinst mal kein Kreuz, ja? Ja, so als Ankündigung, au, oh, da kommt Zivilisation. Oh mein Gott. Ich habe ja mal, haben ein paar einsame Gesellen schon herausgefunden gehabt damals. Damals, als Fräulein Hannibal ihre Spezial-100-Folge gemacht hat, damals noch von dem alten LP, da habe ich ja auch auf dem Server ein bisschen herumgebaut, so ein, zwei Häuser. Und vor allem auch ziemlich weit in der Entfernung gibt es da eine Statue, die ich aus dem Berg herausgehauen habe, die ziemlich cool und ziemlich groß ist. Also, bin gerade runtergefallen. Ja, sehr gut. Also, dass die cool ist, habe ich mir jetzt so überlegt. Das hängt halt immer auf den Betrachter da kommt es drauf an. Aber haben tatsächlich schon welche gefunden und auch einen Screenshot von gemacht. Also falls ihr nochmal ein bisschen auf Erkundungstour gehen wollt, sucht bei Hannibal auf dem Kanal nach Minecraft Folge 100. Zwar nicht von dem neuen LP, sondern von dem alten, mit ihrer alten Welt und sowas. Und da gibt es dann so ein paar Wege, denen man folgen kann, so Leuchtfeuern und Fackeln und sowas in der Gegend. So, das aber nur nebenbei. Es wird gerade dunkel. Schon wieder? Ja, hey. Aber es sieht gerade schön aus. Es wird gerade ein bisschen grau. Es sieht nicht mehr ganz so schön aus. Oh, es ist... Ach, hallo Sonne. Ich lass keine Dunkelheit zu. Nee. Ja, aber muss ich sagen, du machst es gut. Es war eine gute Entscheidung, dich hier als Arbeiter einzustellen. Als Arbeiter einzustellen, du mich auch. Ja, ich mag dich auch. Ja, was mache ich denn jetzt noch? Ich glaube, das hier, was man hier oben halt machen kann, das kommt alles später. Ich würde sonst eher vorschlagen, dass wir gleich mal so einen kleinen Break hier machen. Ja, kleinen Moment. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ja. Es ist noch was ungeheuer Wichtiges, was hier fehlt. Ja. Weil ich habe gleich noch ein paar andere Aufnahmen und da möchte ich nicht völlig durch im Kopf sein. Das kommt dann später noch. Ne? Sonst würde ich jetzt hier noch stundenlang mit dir weiter aufnehmen wollen. Aber dürfen wir natürlich gerne auch wiederholen. Ja, bist immer wieder gerne eingeladen. Bin ich das? Ja, also... Ja, also wenn ich wieder aus der Reha raus bin. Dann ja. Außer an Samstagen, ne? Ja, genau. Nee, aber gerne wieder. So. Und jetzt ist das Ding auch gestützt. Ich gucke. Oh, ich falle. Oh, das sind aber massive Stützen. Ja, das reicht auch. Ja, klar reicht das. Ich meine, hier kannst du auch ungestützt bleiben. Ja, aber sieht cool aus. Hat was. Also sieht gar nicht mal so breit aus, wie ich dachte. Ja, siehst du mal. Ja, wenn es dunkel ist, wenn hier Dunkelheit zugelassen wird, dann kann man das auch alles entsprechend ausleuchten. Das machen wir dann irgendwann anders mal. Genau. Das kriege ich auch alleine hin. Nein, du nimmst die Fackel wieder weg. Es ist nicht dunkel genug, um was zu sehen. Oh, wo kommt denn die Nacht so plötzlich her? Gut. Ja. Ja, wunderhübsch. Ja gut, die Fackeln und Lichter und mit dem Shader ist jetzt nicht wirklich optimal. Ich muss mich da echt nochmal mit beschäftigen. Das war jetzt vor der Aufnahme noch so eine Hauruck-Aktion, weil mich eine spezielle Person dazu verleitet hat. Ja. Die ich nicht namentlich nennen möchte, aber im Bild spontan einblende. Ich hab nur gesagt, hier, da gibt's das tolle Programm. Ja, das, ich meine, es ist ja auch toll. Es erspart einem. Jetzt regnet's auch noch. Vielleicht beenden wir dann die Aufnahme so, wie sie angefangen hat. Genau, DK hat schlechtes Wetter mitgebracht. Oh, jetzt, da ist es schon wieder. Es war nur kurz auf Toilette. Genau. So. Sehr gut. Möchtest du noch was sagen? Oder was Nein. Was machen?
Nein, nein. Möchtest du noch? Nee, du möchtest gar nichts. Okay. Nee, ich will einfach nur weg. Okay, dann hau mal ab. Hier weg. Okay. Kusch. Und ihr da draußen, ihr guckt auch nicht weiter zu. Wird jetzt ausgemacht. Geht mal nach draußen, da ist schön. So schön wie hier sieht. Jetzt gerade. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Und adiösen. Tschüssen. Tschüss.